Still! 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 Es klingelt. Das ist die Pizza, die wir bestellt hatten. Ich gehe mit dem Geld nach unten und mache ein paar Lämpchen an, die direkt auf zwei Gemälde von mir leuchten. Das sind selbstgemalte Bilder. Ein Pizzabote spricht mich gleich auf die Bilder an und sagt, das sind selbstgemalte Bilder. Genau, das ist die heilige Familie. Darauf sagt er, ich bin Moslem. Und wir haben genau die gleiche Geschichte. Bei uns heißt das Kind anders. Es heißt Isaac, glaube ich, hat er gesagt. Und ich bin von seiner Begeisterung angesteckt und meine, ja, das hier ist David und Maria und Josef und das Kind ist Jesus. Etwas konfus geht es, es ist ja nur ein Kind zu sehen. Haben Sie grünen Tee? Über dem Elternpaar ist ein rotes Kreuz und die Krippendarstellung ähnelt einer Geburt in einem Lazarett. Wir reden kurz über das Malen und dann bekommt er ein gutes Trinkgeld. Und ich denke mir, wir haben es wirklich gut. Der junge, kunstinteressierte Mann gab mir das mystische Bild eines gemeinsamen Nenners im Glauben. Es war das Kind. Es ist das Wunder, das heilt. Es heilt die Wunden des Kampfes und von den Gefühlen in uns. Der Kampf, der in uns geführt wird, es ist ein Kampf von unten gegen oben. Die Gegensätze schlagen Wunden und lösen sich voneinander. Unverstandene Gefühle werden verständlich und Irrationales wird rational. Über diese Schwelle kommt man in eine andere Welt. Verzweiflung, die grundlegend ist für eine neue Ordnung, wird zum Erkennen ihrer zu dessen Auflösung. Wir lernen die Verzweiflung kennen und zugleich auch überwinden, mit dieser Aufgabe für dieses neue Leben da zu sein. Das neue Leben hilft uns dabei. Die Geburt ist der Schlüssel im eigenen Sein und zum Kind. Wir erkennen beides in uns und sehen die Zeit der Reife. Wir durchleben die Zeit des Reifens. Wir beugen uns zu dem Gottmenschen, der uns zeigt, wie wir den Kampf des Lebens gewinnen. Durch Schreie, Verzweiflung und Anstrengung. Aber auch durch das Lachen und Freuen und Jauchzen. Wir beugen uns hinunter und wir sehen auch wieder hinauf. Wir beugen uns hinunter und wir sehen auch wieder hinauf. Schließlich sind wir verlassen und fassungslos, enttäuscht, aber erlöst. Und dieses Kind sagt uns, oder sagt euch, liebet einander, wie ihr euch selbst liebt. Liebt jeden, liebt den Weg vor euch. Liebt den Nächsten, jeden Einzelnen. Teilt, was ihr habt, wenn ihr zu viel habt, teilt. Selbst wenn ihr nichts hättet, gebt eure Wärme, eure Liebe, eure Freundlichkeit. Seid gereift an den Fehlern eurer Vorfahren und benehmt euch erwachsen. Lasst euch vom Kind sagen, seid Pazifisten. Lasst euch schlagen, wenn ihr geschlagen werdet. Bringt dadurch Denkanstöße zur Vernunft, selbst wenn ihr dadurch verlassen werdet oder selbst geschlagen. Die Religion bewahren, alle Religionen bewahren den Schlüssel des Lebens. Sie bleiben die Quelle, durch die man offen wird. Durch sie setzt sich der Einzelne für alle ein. Selbst wenn man zu allen Religionen keinen Zugang hat, ist doch der Erwachsene ein Kind, was ihm einem selbst gut, der Mensch, der ein Leben lang braucht, um sich wieder wie ein Kind zu fühlen. Was das Kind uns zeigt, ist auch,
dass es eigentlich und hauptsächlich Liebe braucht. Die Einigkeit von Eltern und Kind ist das Glück, das in uns wohnt, auch wenn wir Weiße wären oder keine Bleibe hätten. Auf unserer Erde allein ist die Herberge und sie nährt uns und schützt uns. Die Vision einer anderen, besseren Welt zu finden, bringt uns in die Zukunft. Die Vision bringt uns über den Tod hinaus. Sie ist verkörpert in einem Menschen, der heilt und erlöst, der hilflos ist. Und dennoch ordnet er sich unter. Und dessen Gedanken sind immer neu, so wie er selbst immer neu geboren wird. Das ist unsere Herausforderung. In jedem Jahr wird die dunkle Zeit mit der hellen abgelöst. Jeder lebt seine Zeit in seinem System, sei es ein ökologisches, astronomisches oder politisches. In unserer Zeit wissen wir von der Notwendigkeit des Ursprungs. Der Ursprung treibt uns an. In ihm sehen wir ein Kind. Wir sehen ein Kind ohne Bett in einer Futterkrippe, in einem Futtertrog. Und da sehen wir überhaupt ein Kind. Aber zugleich sehen wir unsere Zukunft. Mit der Zukunft werden wir aus unserer Wohlstandswelt geweckt. Die Zeit tritt nicht auf der Stelle. Thank you.